Gonzales Ochsenknecht, dass man dich mal in der Fernsehsendung sieht. Du hier im Publikum bei Lass Sie Überwachen. Ja. Wir wussten natürlich, dass du heute kommst. Ich auch. Wir haben natürlich auch dich im Netz gestalkt. Und was soll ich sagen? Wir haben nichts Peinliches über dich in der Öffentlichkeit gefunden. Sehr gut, weil ich nehme das mit der... Also bin nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Ja, okay. Meine Familie auch nicht. So. Und dann haben wir noch ein bisschen weitergesucht im Internet, im Quellcode des Internets und doch was gefunden. Du bist nämlich, wie wir herausgefunden haben, Betreiber einer Facebook-Fanseite, einer kleinen privaten Facebook-Seite. Oh nein. Ja, wir haben rausgefunden, Wilson, du betreibst die private Facebook-Fanseite Merch Mania. Ich kenne Murmel Mania, da habe ich eine Fanpage von, privat. Aber was ist denn Merch Mania? Ich bin ein Riesenfan von der Familie Merch aus Hannover und betreibe diese Fanpage seit ein paar Jahren schon. Familie Merch? Ja. Mhm. Ich will jetzt gar nicht unterbrechen, aber es ist ein lustiger Zufall, weil Wilson... Weißt du was? Die sind zufällig heute hier im Publikum. Ach nee. Hans-Jürgen und Marlene Merch. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Kommt doch mal runter zu uns. Wilson Gonzales. Marlene, herzlich willkommen. Hallo. Bei Lass dich überwachen, das ist der Wilson Gonzales. Kommt auf unser Sofa hier, setzt euch hin, macht es euch gemütlich. Wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Ist schon was anderes, deine Stars mal in echt zu sehen, oder? Ja, nicht immer nur bei Insta, Facebook oder LinkedIn. Hans-Jürgen und Marlene, schön, dass ihr da seid. Wusstet ihr, dass ihr wegen dem, was man im Internet so über euch erfährt, dass ihr richtig viele Fans da draußen habt? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin richtig Fan. Zeig mal, du hast... Ich hab mir sogar das Fan-T-Shirt heute... Sogar ein Fan-T-Shirt. Guckt mal hier. Mit dem alle der Familie. Der Osterhase. Der Osterhase. Ostern spielt bei euch eine wichtige Rolle. Das Osterfest. Ja. Ihr postet viel über Ostern. Ja, stimmt. Wie viele Leute sind auf hier? Es ist der Hans-Jürgen, Marlene und. Elke. Die Elke. Genau. Mama Elke. Ja. Ihr seid eigentlich immer viel gemeinsam unterwegs, die Elke und du. Ja. Das postest du auch gerne bei Facebook. Hier zum Beispiel. Unter dem Bild schreibst du mit Elke, Zwiebelkuchen und Pfirsichbier. Oder hier, schöner Abend mit mediterranen Fischgerichten, super und natürlich mit Elke. Ja. Und vor dem nächsten Foto vielleicht mal das Pfirsichbier von der Kameralinse wischen. Ganz romantisch hier zum Beispiel, mit Elke immer noch. Elke hier, Elke da. Aber wo ist Elke heute Abend? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Sie muss arbeiten. Sie muss arbeiten. Ja. Schade, aber schön, dass du trotzdem hier bist, Marlene. Du bist ja auch mit deinen Eltern oft unterwegs. Ja. Bist inzwischen aber schon von zu Hause ausgezogen. Ja. Wo wart ihr denn in diesem Jahr so überhaupt? Wo wart ihr überall schon? Wir waren... Berlin, Lüttich, Maastricht. Ja. Ja, ist ein echter, das weiß nur ein echter Merch-Fan. Ist ja klar. Ne? Ich habe fast das Gefühl, Wilson Gonzales kennt Familie Merch besser als die Merchen selber. Kann es sein? Ja. Dank Internet. Wir testen es doch einfach mal aus. Wir spielen eine kleine Runde. Wer kennt Familie Merch am besten? Wir spielen eine Runde. Keeping up with the Merchants. Wer kennt sich am besten aus mit Familie Merch? Ihr spielt gegeneinander um einen tollen, tollen Preis. Das kann ich schon vorab versprechen. Bei Wilson sind noch zwei Plätze frei. Das ist natürlich ein bisschen ungerecht. Hier sind deine beiden Mitspielerinnen. Deine Mutter Natascha Ochsenknecht und Oma Bärbel. Herzlich willkommen. Oma Bärbel, Natascha. Sitzt Hallo. Euch Hallo, hier. So, aber ganz kurz, aber 3 gegen 2 ist ja jetzt auch ungerecht. Bei euch fehlt noch ein Platz. Deswegen haben wir heimlich für euch eine dritte Mitspielerin gefunden, die sich richtig gut auskennt mit der Familie Merch. Wir mussten zwar ein bisschen mit ihrem Chef verhandeln, das hat zum Glück geklappt. Hier ist Mama Elke Merch. Herzlich willkommen, Elke. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Stell dich zu deiner Familie, ihr habt nichts gewusst voneinander. Wie habt ihr das denn hinbekommen, dass das keiner von euch mitbekommen hat? Wie hast du das gemacht? Nichts gesagt. Einfach nichts gesagt. Das Geheimnis einer langen, glücklichen Ehe. Größere Geheimnisse voneinander behalten. Jetzt sind wir komplett. Liebe Familie Ochsenknecht, nicht aufgeregt sein. Das ist nur Fernsehen, ihr seid bereit. Ich würde sagen, wir starten mal hier.
Das ist unsere Fragenwand. Hinter jedem Feld auf dieser Wand verbirgt sich eine Frage, entweder zu den einzelnen Märtschen, Tanz Jürgen, Elke, Marlene oder zur gesamten Familie Märtsch allgemein. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu kennen, dann drückt ihr auf den Buzzer vor euch. Einmal vielleicht drücken, ochsengerecht. Ochs. Merch. Sehr gut. Wenn ihr richtig geantwortet habt, dann dürft ihr das nächste Feld auswählen. Also eigentlich ganz einfach. Und eine kleine Zusatzinfo. Alle Fragen kann man beantworten, wenn man die Familie Merch ein bisschen googelt, mal bei Facebook reinguckt. Wir legen mal los. Wer kennt Familie Merch am besten? Wilson, du fängst vielleicht an. Bitte wähl mal die erste Frage. Ich nehme Marlene Borsten. Marlene Borsten, okay. In einer Online-Bewertung hat Marlene Merch eine Haarbürste als die beste Bürste, die sie je benutzt hat, bezeichnet. Hier kommt die Frage. Nennt die Modellnummer, das Borstenmaterial und den beim Verkauf angegebenen Produktvorteil von Marlenes Bürste. Box. Natascha Ochsenknecht, sehr schnell. Weil ich habe sie mir gekauft. Was? Das ist eine mit Wildschweinborsten. Die hat mich total entwirrt, seitdem kann ich wieder klar denken. Und die Modellnummer war 9247. Dann schauen wir mal, ist das richtig? Das ist richtig! Du hast, kannst du dich daran noch erinnern? Du kannst dich nicht daran erinnern, dass du meine Wildschweinborstenbürste gekauft hast? Nein, wirklich. Die ist Hammer, guck mich an. Ja, wir haben, die Natascha hat sie sogar nachgekauft. Wir haben, glaube ich, ein Foto davon. Schauen wir mal. Das gibt's doch gar nicht. Deine Wildschwein. Na gut. Also, 9247 Punkte wie die Modellnummer für die Familie Ochsenknecht. So, die nächsten Punkte gehören euch. Ihr müsst euch mal ein bisschen anstrengen. Ein bisschen nichts über die Familie Merch oder was. Natascha, du darfst die nächste Frage richtig auswählen. Hans-Jürgen mit Beef. Hans-Jürgen Beef. Oh, wow, wow. Okay, okay, das wird spannend. Hans-Jürgen ist auf der Plattform Stay Friends aktiv. Genauso wie 20 andere Personen, mit denen er in den 60er Jahren die Freiherr vom Steinschule in Hannover besucht hat. Ah. Mit einigen dieser Personen ist er aber nicht auf Stay Friends befreundet. Hier kommt die Frage. Nennt drei ehemalige SchulkameradInnen aus Hans-Jürgens Jahrgang an der Freiherr vom Steinschule Hannover, die bei Stay Friends sind, aber mit denen er nicht befreundet ist. Ox. Das sind insgesamt 7. zum Beispiel Ludolf. Dann Heidi und Marlies. Das ist richtig! Sehr gut. Ich würde sagen, das gibt auf jeden Fall 13 von 20 Punkten für die Ochsenknechts. Und mit den anderen hast du Beef, oder was? Nein. Kein Beef. Nein. Einfach nur nicht befreundet. Nein, nicht befreundet. 13 von 20 Punkten obendrauf. Und Wilson, du darfst die nächste Frage auswählen, bitte. Dann nehme ich Merchants Brumm Brumm. Merchants Brumm Brumm, okay, das ist schwierig. Im Juli 2020 hat Hans-Jürgen bei Instagram Familienzuwachs verkündet. Ja. Er meinte damit allerdings sein neues Auto. Die Frage lautet, wie lautet das Kennzeichen, das Modell und die korrekte Farbbezeichnung des neuen Autos? Ox. Nicht schnell genug gedrückt. Ja, Oma Bärbel. Also das Kennzeichen lautet H2. Ist es ein Audi A3 Cabrio? Audi A3 Cabrio, ja. Ja, und er ist Tangorot, Metallic und die Farbskala ist dabei LY3U. Du weißt ja alles. Ja. Das hätte sogar ich gewusst. Das stimmt, das ist absolut richtig. Hans-Jürgen, wir haben das Kennzeichen, das du da online gestellt hast, mal sicherheitshalber unkenntlich gemacht. Ne? Trotzdem 162 Punkte für die Ochsenknechts obendrauf. So, 9.422. Oma Bärbel, dann darfst du die nächste Frage auswählen, bitte. Ja, ich würde sagen für Hans-Jürgen Ultra. Hans-Jürgen Ultra, das ist mutig. Alright, hier kommt die Frage. Nennt 5 Seiten, die Hans-Jürgen Merch bei Facebook geliked hat. Ox. Muss auch irgendwann mal drücken. Ja, das ist doch deine Facebook-Seite, Hans-Jürgen. Zu langsam. Also, deine Freundin Jennifer Rostock Zitate. Jennifer Rostock Zitate. IG Metall. Ja, Golfspielen macht süchtig. Ja. Hunke Müller. Habe ich mich schwer gewundert, muss ich ehrlich zugeben. Was will er denn mit Hunke Müller? Keith Richards. Und Keith Richards. Und das ist richtig! Und hier ist der Beweis. Schauen wir mal.
Das gibt nochmal 5 Punkte für die Familie Ochsenknecht. Letzte Frage, Natascha, du darfst auswählen. Ich nehme die Merchants Home Sweet Home. Merchants Home Sweet Home. Okay, hier kommt die Frage. Wie lautet die private Wohnadresse? Ochs. Der weiß alles. Der weiß von alles. Elke und Hans-Jürgen Merch, die private Wohnadresse, ja? Straße 8 in 30 Hannover im 3. Stock. Absolut richtig, Felix González! Hans-Jürgen! Man muss sagen, ey, du bist beruflich im Datenschutz, aber das ist wirklich nicht schwer herauszufinden, wo du wohnst. Du postest regelmäßig Fotos aus eurem Fenster von einem Wohnhaus. Hier, schau mal da. Ja, genau. Und du schreibst den Namen eurer Straße auch noch in die Captions. Du taggst deine genaue Location. Und bei Instagram und Facebook ist der Benutzername auf allen Plattformen irgendwas mit deinem Straßennamen drin. Ich habe sogar schon mal geklingelt, aber da waren die gerade in London, ne? Ein kleinen DSGVO-konformen Applaus für Franz-Jürgen Merz und seine Privatsphäre-Einstellungen. Deswegen würde ich sagen, für die Familie Ochsenknecht jetzt 3.449 Punkte obendrauf. 30.449, das ist die Postleitzahl der Märchens. Und 30.161, Marlene, das ist deine Postleitzahl, auch noch oben drauf. Sind wir bei 70.037 Punkten für die Ochsenknechts. Und damit haben wir eine Gewinnerfamilie. Ja. 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 Ja.